hier soll die Strömung so krass sein, dass man eben halt nicht ins Wasser geht. Wir werden hier in Rom jetzt nochmal eine Post aufsuchen. Und zwar machen wir ja relativ ungern Werbung oder selten Werbung, aber ich habe gesehen, dass es sehr, sehr gut ankommt. Und zwar Julie macht so verschiedenste Makramee-Teile und auch Armbänder, Fußbänder und so weiter und so fort. Und das könnt ihr auf Etsy gerne mal auschecken. Da hat sie jetzt einen Shop. Das verlinken wir unten in der Videobeschreibung. Und falls ihr da Interesse dran habt, dann knüpft sie euch das Armband hier vor Ort und dann schicken wir das los. Jetzt hat sie gestern wieder einige Bestellungen gehabt. Ich glaube, 5 oder 6 Armbänder sind jetzt wieder gemacht worden. Und die bringen wir jetzt direkt zur Post, damit die auch schnellstmöglich bei euch ankommen. Und somit könnt ihr uns natürlich auch immer unterstützen hier auf unserer Reise. Darüber würden wir uns natürlich auch sehr, sehr freuen. Aber ansonsten, falls nicht, dann lasst es einfach bleiben und schaut weiter die Videos. Wir sind jetzt an unserem nächsten Spot angekommen. Da steht Fridolin im Hintergrund. Und was hier abgeht, ne? Ich war schon oft am Mittelmeer und ich wusste nicht, dass das Mittelmeer so abgehen kann. Ihr werdet gleich mal ein paar Aufnahmen sehen. Das ist wirklich gigantisch. Also hier geht man auch definitiv nicht ins Wasser oder wir zumindest nicht. Ist ultra windig jetzt und ja, jetzt zeige ich euch mal ein paar Bilder. Also ich sehe schon, die Aufnahmen auf der Kamera sind definitiv nicht so spektakulär, wie es hier in Wirklichkeit ist. Die Wellen sind heftig für Mittelmeerverhältnisse und zumindest das, was ich jemals so gesehen habe am Mittelmeer. Und hier soll die Strömung so krass sein, dass man eben halt nicht ins Wasser gehen soll. Das vermeiden wir auch im besten Fall natürlich. Aber schon sehr faszinierend, sowas mal am Mittelmeer zu sehen. Und ja, spektakulär einfach nur. Nino und ich sind jetzt beide eine Runde am Arbeiten. Ich habe noch ein paar neue Produkte in meinen Shop eingepflegt und Nino ist gerade am Videoschneiden. Schaut mal diesen Premium-Platz an, bitte. Also wir haben momentan die letzten 2-3 Tage echt bescheidenes Wetter gehabt und auch heute wieder ist echt beschissenes Wetter. Die ganzen Straßen sind wirklich komplett unter Wasser gesetzt, also es regnet hier wie aus Eimern. Dadurch ist das so ein bisschen deprimierend. Wir sitzen natürlich viel im LT rum, arbeiten natürlich auch ein bisschen so an dem, was wir können. Julie macht ein paar schöne Armbänder und so, die ganzen Etsy-Bestellungen bearbeitet sie und ich versuche halt die ganzen Videos zu schneiden. Jetzt haben wir durch diese Mausstimmung nicht so Bock, Essen zu kochen und wir werden uns jetzt den nächsten Burger King aufsuchen und einfach da heute mal was essen und dann geht's direkt ins Bett, denke ich mal. Ganz lecker gemacht. Ja, super gekocht. Thank you.
Wir haben es heute mal relativ früh aus den Federn geschafft. Wir haben uns nämlich einen Wecker gestellt um 8, 8:30 und 9. Okay, wir haben den spätesten Wecker genommen. Um 9 sind wir dann aufgestanden. Und ja, es war heute der erste Tag wieder. Gutes Wetter, die Sonne war draußen. Wir haben direkt einen Spaziergang am Strand gemacht, haben uns dann Müsli mit an den Strand genommen und das da gemütlich und genüsslich gegessen. Und jetzt fahren wir weiter zum nächsten Spot. Unserem Stellplatz angekommen. Wir haben noch einen kleinen Abstecher zu Decathlon gemacht und zu einem Einkaufszentrum und wollen hier einfach noch mal eine Runde bummeln gehen. Guck mal, er fährt einfach. Auch zwei Kinder auf dem Schoß. Alter, ey. Hier will man nicht Auto fahren. Oder als Kind leben, ey. Alle unangeschnallt auf den Rückbänken oder auf dem Schoß vorne. Übertrieben heftig. So, wir waren jetzt eine Runde shoppen. Ich habe ein paar Teile gefunden und waren auch noch lecker essen. Und ja, jetzt sind wir in der Rush Hour und wollen unseren neuen Stellplatz anfahren. Was super, super nervenaufreibend schon wieder ist, weil die Leute in Italien, die fahren noch schlimmer als in Frankreich. Also das ist echt, echt verrückt. Das haben wir noch nie so erlebt. Und wir haben so viele Kinder schon unangeschnallt, die turnen auf den Rückbänken rum. Und das Krasseste, was wir bisher gesehen haben, ist, dass ein Mann auf dem Roller gefahren ist und hinten drauf seine Freundin, Frau, wie auch immer. Und die Frau hat auch noch das Baby im Arm. Und boah, da können wir nur den Kopf schütteln. Das ist verrückt, aber anscheinend machen die das alle hier so. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir hatten gestern noch mal eine anstrengende Fahrt. Der erste Stellplatz, den wir anfahren wollten, der war nichts. Mitten in der Stadt haben keine Auffahrt gefunden und mit so einem großen Auto kann man da auch einfach nicht irgendwo anhalten. Da hupen die direkt hinter dir. Ja, war total stressig. Jetzt sind wir weiter ins Inland gefahren auf einen Wohnmobilstellplatz. Hier sind wir so gegen 8:30 angekommen. Dann bin ich direkt ins Bett gegangen, weil ich total fertig war. Und Nino hat sich noch weiter an die Videos gemacht zum Schneiden. Keine Ahnung, wann er ins Bett gegangen ist. Deswegen liegt er da oben auch noch ein Weilchen. Und ich werde jetzt mal anfangen, Frühstück zu machen. Nachdem wir jetzt schön was gefrühstückt haben und Julie noch ordentlich fleißig war und ein bisschen gearbeitet hat und ich mich ein bisschen von der Nacht erholt habe, wo ich auch ein bisschen geschnitten habe, sind wir jetzt losgegangen, gucken uns hier mal ein bisschen um und schauen uns mal einfach die Stadt oder das Dorf hier in Ruhe an. Guten Morgen. Jetzt ist es ja so, dass es die Tage auch ein bisschen kälter war
Und ja, hier in Fridolin ist es morgens sowieso sehr kühl. Also auch wenn es warm ist, ist es tatsächlich relativ kühl hier drin, was ja irgendwo positiv ist. Aber wenn es jetzt Richtung Winter gehen sollte, dann müssen wir auf jeden Fall schön warm duschen. Merke ich schon. Ja, ich habe die Dusche schon wärmer gehabt als die letzten Male auf jeden Fall. Das ist echt ein Traum, wie wir es ja jedes Mal wieder betonen. Und jetzt ist Julie dran mit dem Duschen. Wünsche ich auf jeden Fall viel, viel Spaß. Und ich plünne mir was an. Wir haben ja jetzt eben frisch geduscht und werden das Wasser jetzt direkt wieder auffüllen. Gefrühstückt haben wir noch nicht. Das werden wir erst machen am nächsten Stellplatz. Dann haben wir nämlich immer erst die Fahrt vor uns und kommen dann gemütlich an und dann werden wir was essen. Spot angekommen. Gefrühstückt haben wir jetzt eben. Hier könnt ihr nur noch leere Teller und Schüsseln sehen. Und wir gehen jetzt an den Strand. Richtig schön rausgekommen und für mich gibt es jetzt noch eine Runde Yoga. Ich habe ja vorhin schon Stretching am Strand gemacht, aber da fehlt immer der Meditationsteil. Und ich mache immer über Videocall bei der Yogastunde von meiner Mutter mit. Das ist immer donnerstags abends und dafür ist jetzt Zeit.